Viele westliche Politiker und Experten stellen in Bezug auf Russland aktuell die gleiche Frage. Gilt der Westen Russland als Rivale? Will Russland die EU und auch insbesondere Deutschland schwächen, destabilisieren oder gar zerstören? Dieser Frage gehen wir heute nach. Hallo zu Russland direkt. In der letzten Woche tagte im russischen Sochi das Valdai-Forum, eine Runde sehr wichtiger russischer und ausländischer Experten. Vom Treffen im Ausland ringen meistens die Worte von Putins Rede, die er stets im Rahmen seines Aufenthalts beim Forum hält. Aber auch die anderen Teilnehmer haben Wichtiges zu sagen. So beispielsweise zu Deutschlands Führungsrolle in der EU. Diese wird nicht etwa kritisiert. In einem Vortrag des Valdai-Clubs sprachen die Experten sogar davon, dass Deutschland diese Führungsrolle annehmen müsse, die es eigentlich mehr oder weniger wider Willen bekommen habe. Die Ursache für diese Einschätzung liegt in einer Sache begründet, die manch westlicher Experte übersieht. Ein vor allem wirtschaftlich stabiles Deutschland ist eigentlich in Russlands Interesse. Es braucht Deutschland als stabilen Partner. Die Bundesrepublik ist nach wie vor der zweitwichtigste Handelspartner Russlands. Dabei konkurriert es hier auf dem Weltmarkt eher selten mit Russland, sondern ergänzt sich als rohstoffarmes Land mit viel Know-how. Nur wenn die deutschen Geschäfte gut laufen, besteht auch die Chance auf einen zunehmenden Russlandhandel, der Russland ebenso zugutekommt. Diese wird von den Sanktionen seit einigen Jahren empfindlich gestört, ist aber trotzdem im letzten Jahr wieder gewachsen. Wenn ein anderes Land wie etwa Ungarn ebenfalls mit Russland mehr Geschäfte machen will, auch zu Ungunsten von Handelspartnern innerhalb der EU, sagt in Moskau natürlich keiner Nein. Das hat aber nicht das Primärziel einer Destabilisierung, sondern ist wiederum Russlands eigenes Interesse. Dennoch haben auch russische Außenpolitiker natürlich einen Blick auf die größeren Zusammenhänge. Und wie die Äußerungen beim Valdai-Club zeigen, ist man sich darüber klar, dass ein von Deutschland geführtes West- und Mitteleuropa kein schlechter Partner ist, wenn sich die EU aus der transatlantischen Einbindung etwas lösen würde. Und hier gibt es ja seit dem Amtsantritt Trump ein gestörtes Verhältnis. Politische Unterstellungen sind natürlich ein anderes Thema. Und gerade hier wird Russland viel vorgeworfen. Wie etwa von den Staatsoberhäupten von Polen, Bulgarien, Montenegro und den Staaten des Baltikums. Gerade Politiker aus diesen Gebieten spekulieren oft über negative russische Einflussnahmen, etwa Wahlmanipulationen. Beweise für eine Beteiligung der russischen Regierung an Hackerattacken bleiben sie schuldig. Und es liegt schon der Verdacht in der Luft, dass die dennoch gebetsmühlenhafte Wiederholung der Anschuldigungen ihre tiefere Ursache eher in einem traditionellen Misstrauen dieser Staaten gegenüber Russland hat, der aus der Zeit des Ostblocks herrührt und nicht von wirklich zwingenden Annahmen. Vor allem, weil man etwa bei Wahlsoftware von offiziellen Seiten ja stets betont, diese sei vor Manipulationen sicher. Nur russischen Hackern im angeblichen Regierungsauftrag traut man alles zu. Auch in Wirtschaftsdingen wird Russland nicht in innereuropäische Vorgänge eingreifen. Das hat Außenminister Lavrov erst einem deutschen Studenten, der danach gefragt hat, erklärt. Halb im Scherz nahm er dabei Bezug auf die Vorwürfe der Wahlmanipulationen durch sein Land. Die Europäische Union an sich ist den Russen dabei gar nicht so wichtig. Russland ist kein Teil von ihr und es gibt nur wenige Punkte, wo man zwischen Moskau und Brüssel noch kooperiert. Aber auch hier will Russland im Großen und Ganzen Stabilität an seiner Westgrenze und weiß, dass die EU ein Stabilitätsfaktor ist, der wirtschaftliche Entwicklung und Prosperität garantiert. Zu anderen Destabilisierungsvorwürfen, etwa der russischen Unterstützung rechter Bewegungen, findet ihr noch mehr Material in meinen bisherigen Videos mit unabhängigen Infos. Klickt einfach auf den Link. Ich werde noch weitere Experten zur deutsch-russischen Zusammenarbeit hier in Moskau treffen. Immer wieder sonntags gibt es neue Videos mit mir. Abonniert uns für Aktuelles aus Russland.